Die Chiropraktik, ein Beruf, der in Deutschland viele Facetten hat. Chiro, Chiro, Chiro. Und nur die wenigsten wissen, was sich dahinter verbirgt. In unserem heutigen Video gucken wir drei Chiro-Berufe an. Nummer 1 ist ein Heilpraktiker, der einen Master of Chiropractic am Ackermann College absolviert hat. Nummer 2 ist ein Chirotherapeut, ein Facharzt, der eine Zusatzausbildung in Sachen Chirotherapie gemacht hat. Und Nummer 3 ist ein Absolvent eines in vielen Teilen der westlichen Welt gültigen Vollzeitstudiums der Chiropraktik, ein Chiropraktor. Die erste Berufsgruppe, die chiropraktische Dienstleistungen in Deutschland anbietet, sind Heilpraktiker. Der Heilpraktiker selber ist sehr schwer in Ausbildungsstunden zu fassen, denn es geht letztendlich darum, die Heilpraktikerprüfung zu bestehen. Die Vorbereitung für die Heilpraktikerprüfung kann länger dauern, kann schneller gehen, das ist individuell unterschiedlich. Wir gehen für die Zwecke dieses Videos einmal von ungefähr 2000 Stunden aus. Dann gibt es die Möglichkeit, sich in Sachen Chiropraktik weiterzubilden, zum Beispiel am Ackermann College. Dort wird nach 80 Ausbildungsstunden der Master of Chiropractic-Titel verliehen. Und zweite Berufsgruppe, das sind die Mediziner, die Ärzte. Das Medizinstudium nehmen wir hier mit 5500 Stunden an. Ein Arzt muss ein praktisches Jahr absolvieren. 1900 Stunden ungefähr werden dafür veranschlagt. Dann erhält der Arzt seine Approbation und kann nun seine Facharztausbildung beginnen. Das ist eine 5- bis 6-jährige Berufspraxis, die nun ansteht, gefolgt von der Facharztprüfung. Wenn er diese bestanden hat, als Facharzt kann er dann das Chirotherapie-Seminar besuchen. Das Chirotherapie-Seminar wird mit 340 Stunden veranschlagt. Unsere dritte Berufsgruppe, die in Deutschland chiropraktische Dienstleistungen anbietet, ist der Chiropraktor. Wir beziehen uns, um die chiropraktische Ausbildung zu berechnen, einmal auf das Chiropraktikstudium am Anglo-European College of Chiropractic, AECC. Dort beträgt das Studium ungefähr 6300 Ausbildungsstunden. In das Studium integriert sind viele chiropraktische Techniken und der Chiropraktor hat zum Ende seines Studiums bereits viele hundert Stunden Erfahrung in der Benutzung chiropraktischer Techniken erlangt. Der Chiropraktor muss ähnlich den Ärzten mit dem praktischen Jahr, der Chiropraktor muss ein Assistenzjahr absolvieren. Das sehen wir hier, das nehmen wir auch mit 1900 Stunden an. So, jetzt nehmen wir die mittlere Säule einmal weg. Die Chiropraktik ist in einem Großteil der westlichen Welt gesetzlich geschützt und geregelt. In Deutschland allerdings gibt es keine Rechtsprechung, was Chiropraktik ist und was die Mindestqualifikationen sind, um chiropraktisch am Patienten zu arbeiten. Somit sind Chiropraktoren, die ein Vollzeitstudium absolviert haben, das in vielen Teilen der westlichen Welt anerkannt ist, in Deutschland mit diesem Studium nicht anerkannt und müssen unter der Heilpraktikerlizenz arbeiten. Der Chiropraktor hat nun somit seinen Master of Chiropractic oder Doctor of Chiropractic und zusätzlich einen Heilpraktikertitel, den er trägt. Wir sehen in der ersten Säule einen Heilpraktiker, der auch einen Master of Chiropractic Titel trägt. Dies ist nach außen hin natürlich sehr schwer zu verstehen. Warum erzähle ich dir das Ganze? Ich erzähle dir das Ganze, damit du informiert entscheiden kannst. Wenn du in Sachen Rückenschmerzen einen Therapeuten suchst, dann frage ihn nach seinem Ausbildungsumfang, nach seinem Ausbildungsort und lass dir das Ganze erklären. So, ich hoffe, dieses Video konnte ein bisschen aufklären. Nächstes Mal erkläre ich, warum Chiropraktik keine alternative Therapie ist. Bis dahin!